Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren In das Vorgänger-Tutorial. Heute geht es um den Infinity Launcher und der Infinity Launcher wird hergestellt in der Dissolution Chamber aus zwei Blöcken aus Diamant, einem Bogen, einem Mob Imprisonment Tool, einem Range Addon Tier 12, drei Goldzahnräder und zwei Buckets Pink Slime. Und den Infinity Launcher, der hat verschiedene Tierstufen und diese Tierstufen werden entsprechend generiert aus Strom. Desto mehr Strom sozusagen drin ist, desto höhere Tierstufe. Das erreichen wir im Infinity Charger. Einmal aufgeladen sehen wir, okay, die gesamte Energie, also der interne Storage des Infinity Chargers ist entsprechend einmal leer. Und wir haben Energie und auch eine Tiererhöhung in unserem Infinity Launcher. Das heißt, wir sind jetzt im Tier Legendary und es gibt noch das Tier Artifact auf jeden Fall. Und das Tier Legendary, und da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Einmal Shift und Rechtsklick können wir eine Area im Grunde genommen festlegen und wir haben verschiedene Actions, die wir machen können damit. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, Damage zu verursachen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach hier mal eine Kuh, nicht eine Kuh, sondern ein Pferd. Und wir machen da einfach mal ein bisschen Damage drauf. Zack, zack. Aber ihr seht, da passiert nicht besonders viel. Zack. Also so richtig zum Damage machen ist es halt eigentlich nicht geeignet, muss man sagen. Aber die Funktionalität ist auf jeden Fall entsprechend da. Die Hauptfunktionalität ist eigentlich zum Capturing und zum Releasen von Mobs. Das bedeutet, wir stellen das Ganze einfach einmal um. Wir können jetzt einmal hier Capture und wir brauchen auf jeden Fall ein Mob Imprisonment Tool. Und wenn wir jetzt sozusagen das einmal beschießen, ist und das Horse in unserem Mob Imprisonment Tool entsprechend gefangen. Und dann könnten wir das theoretischerweise, wenn wir jetzt einmal auf Release das Ganze entsprechend einmal setzen und dann wieder unseren Pfeil sozusagen losschießen, können wir das Mob, also das Pferd entsprechend mal wieder releasen. Das heißt, wir fangen es nochmal ein. Capture und zack. Oh, war zu kurz. Okay. Dann zack. Und da ist es wieder entsprechend gefangen. Soviel auf jeden Fall zum Infinity Launcher. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.